Ja, ich bin heute mal wieder bei Tesla im Service Center, diesmal in Ottersberg bei Bremen. Und ja, ihr glaubt es kaum, aber wir holen ein neues Model Y ab. Unser Model Y ist jetzt schon über ein Jahr alt gewesen und ist verkauft. Ist aber wieder dasselbe Modell, mitten als Silber, weiße Sitze, Long Range. Hat aber natürlich jetzt alle Verbesserungen, die es so gibt mittlerweile nach einem Jahr. Und heute ist wirklich Delivery-Kampftag. Wir haben hier, weiß nicht, hunderte von Model Y und Model 3, die hier rumstehen, sogar auf der Wiese. Da hinten, hinter dem Service Center. Und ja, ich hatte einen Termin um 13 Uhr. Leider Gottes war mein Auto noch auf der Wiese und bei dem Regen der letzten Tage könnt ihr euch vorstellen, wie das Auto jetzt aussah. Das wollte man mir leider so ein bisschen so andrehen, also als wäre es gerade durch den Acker gepflügt. Ja, fand ich jetzt irgendwie nicht so cool. Ja, wie die Auslieferung gelaufen ist und wie das Auto so ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Bleibt dran! Ja, nach etwas mehr als einem Jahr haben wir also unser bisheriges Model Y verkauft und ein neues Model Y gekauft, nämlich die 2022er Version. Es ist im Prinzip die gleiche Ausstattung wie letztes Mal. Also auch Midnight Silver, 20 Zoll Felgen und das weiße Interieur. Das hat uns einfach mega gut gefallen. Und warum soll man das austauschen, wenn es einem gut gefällt? Und gegenüber der 21er Version waren doch so viele Änderungen drin. Also unter anderem der größere Akku, der viel schnellere AMD Ryzen Prozessor, hinten die Doppelverglasung, Hutablage und natürlich die Hoffnung auf ein besseres Fahrwerk. Das hat uns dazu bewogen, diesen Schritt zu tun. Also das alte Model Y ist verkauft. Wir haben jetzt die neue Version. Ja, die Auslieferung habt ihr vielleicht schon im Intro so ein bisschen anklingen hören. Die war dieses Mal nicht ganz so reibungslos wie beim letzten Jahr. Da war im Prinzip alles super. Es war mega freundlich, mega nett. Sie hatten Zeit. Es gab keine Gedränge. Es gab überhaupt gar keine Wartezeit. Und alle waren mega entspannt. Dieses Jahr war es doch im Prinzip doch das genaue Gegenteil. Denn Tesla hat im Prinzip hunderte von Model Y jetzt nach Europa verschifft, eigentlich tausende. Naja, aber auch in Bremen, in Ottersberg, da kamen einfach so viele gleichzeitig an zur Auslieferung, dass das Service Center doch logistisch ein wenig überfordert war. Da kann das Service Center eigentlich nichts dafür, denn sie sind natürlich keine ausgebildeten Logistiker, sondern sie sind, naja, ein Service Center. Und wenn quasi ein LKW nach dem anderen, wo ich da war, quasi auf den Hof fährt und die Autos ablädt, ja, das Personal musst du auch erstmal haben. Und was sie gemacht haben, ist, sich auch Personal von anderen Service-Centern auszuleihen. Und das hat man natürlich auch ein bisschen gemerkt. Und ja, wie es gelaufen ist, hier ein paar Eindrücke. Ja, der Parkplatz beim Service-Center in Ottersberg war einfach viel zu klein für die vielen Autos, die da angeliefert wurden. Also ich würde mal sagen, es waren über 100, die da rumstanden. Und der Parkplatz war komplett voll und sie haben sogar eine Wiese angemietet, die dann auch gefüllt war mit Model Y und Model 3, die quasi frisch vom LKW dort abgeladen wurden. Und da fängt das Problem an. Es hat ja in den letzten Tagen sehr stark geregnet und die Wiese war natürlich jetzt nicht besonders klinisch rein. Im Gegenteil, es war im Prinzip ein ziemlich tiefer Acker. Und die Autos, die da durchgefahren wurden, die waren natürlich alles andere als sauber. Und bei mir war es jetzt so, ich hatte den Termin eigentlich für gestern 13 Uhr, habe ihn dann aber auf heute verschoben, weil ich gestern keine Zeit hatte, auch auf 13 Uhr. Das heißt, es war natürlich bekannt, dass ich den Wagen abhole. Ja, bei der Ankunft um 12.30 Uhr war mein Wagen natürlich auch überhaupt noch nicht auf dem Hof, sondern er stand noch irgendwie auf der Wiese. Es wurden quasi permanent auch andere Leute abgewickelt. Und der Wagen musste erst von der Wiese geholt werden. So, also ein bisschen Vorlauf wäre natürlich gut gewesen, haben sie aber natürlich nicht hinbekommen. Dann kam der Wagen direkt vom Acker auf den Hof und ich sollte ihn dann so mitnehmen. Aber ganz ehrlich, Leute, der sah aus wie Sau. Die Reifen voller Schlamm, die Felgen total dreckig, der Wagen voll gespritzt mit Dreck. Also zumindest nur außen. So konnte ich auch überhaupt keinen Eindruck gewinnen, ob da irgendwelche Kratzer oder Macken oder Lackschäden dran sind. So geht es einfach nicht. Deswegen habe ich darauf gedrängt, dass der Wagen doch bitteschön einmal gewaschen wird. Ja, zähneknirschend hat man ihn dann in die Waschanlage geschickt. Aber wie sie ihn gewaschen haben, ist mir irgendwie ein Rätsel. Denn die Felgen und die Reifen sahen danach noch genauso aus wie vorher. Das Einzige, was sie irgendwie sauber gemacht haben, war die Karosse. Aber auch nicht hundertprozentig. Es war auch noch Dreck dran. Naja, und dann habe ich gesagt, Leute, die Reifen und die Felgen, die will ich auch gerne mal begutachten. Die müsst ihr auch schon sauber machen. Dann haben sie den also nochmal durch die Waschanlage geschickt. Oder das, was sie Waschanlage nennen.
Und danach konnte ich mir dann so einigermaßen angucken, was so Sache ist bei diesem Auto. Und glücklicherweise habe ich an diesem Auto im Prinzip so gut wie nichts auszusetzen gehabt. Es gab eine Sache, dazu komme ich gleich noch, aber der Rest, Spaltmaße, Einstellungen, das war im Prinzip alles in Ordnung. Es ist nicht perfekt bei Tesla, das wissen wir auch. Die Made in China Modelle sind nicht perfekt, sie sind aber sehr, sehr gut. Übrigens habe ich auch ein paar andere Modelle gesehen, auch in Grau, auch aus China, die da noch rumstanden. Die sahen nicht ganz so gut aus wie meine. Also bei einem war zum Beispiel die Ladeklappe schief eingebaut. Das konnte man sehr, sehr deutlich sehen. Auch die Heckklappe saß dann nicht ganz richtig zentriert. Das konnte man auch sehr deutlich sehen. Bei meinem war aber alles in Ordnung, bis auf diese eine Kleinigkeit. Und zwar die Wanne im vorderen Frunk. Die war zwar auch okay, aber diese Kunststoffwanne, die wird ja irgendwie gegossen mit so einem Kunststoffguss. Und da ist wohl irgendwie was nicht richtig optimal ausgehärtet. Auf jeden Fall waren da total viele Flecken dran. Das Ding sah aus, als wäre das total dreckig. War aber kein Dreck, sondern das waren so richtige Flecken und Streifen im Kunststoff. Das ist natürlich nicht richtig tragisch, weil der Frunk ja meistens zu ist oder dann ist da irgendwas drin und man sieht es nicht wirklich. Aber bei einem Neuwagen, naja, ich meine, wer lässt sich dann sowas schon bieten? Ich habe natürlich gesagt, nee, das ist kacke, das will ich bitte ausgetauscht haben. Kein Problem, haben sie aufgenommen, wird dann mit dem Ranger wahrscheinlich demnächst mir eine neue Frunk-Wanne geliefert, die dann nicht mehr fleckig ist. Sonst war alles tippitoppi, aber nichtsdestotrotz, man konnte richtig merken, dass die Leute im Service Center extrem angespannt waren, zumindest einige der Mitarbeiter. Sie bemühten sich, sehr freundlich zu bleiben, auch wenn der ein oder andere eben gemeckert hat, weil es dann doch ein bisschen länger gedauert hat. Aber man konnte schon diesen genervten Unterton mitkriegen und das macht einem selber auch kein gutes Gefühl als Kunde. Also ich fühlte mich da im Service Center nicht unbedingt willkommen. Andere Mitarbeiter, vor allem die Mitarbeiterin, die dort da war, die war wieder das Gegenteil. Super freundlich, sehr aufmerksam, wunderbar. Aber es gab eben auch Leute, die waren dann schon früher da. Einen habe ich gehört, der war halt schon mit mir so halb eins da. Und ihm wurde gesagt, er kann seinen Wagen abholen. Ihm wurde aber nicht gesagt, dass der Wagen erst um 17 Uhr auf dem Hof steht. Das heißt, er war da und wartete und wartete. Und niemand hat ihm gesagt, dass das bis 17 Uhr dauert. Erst als er irgendwann nach 2,5 Stunden mal nachgefragt hat, wann es denn jetzt soweit ist, haben sie ihm gesagt, ja wieso jetzt, das ist doch erst 17 Uhr. Und da war er doch leicht angenervt, dass ihm das niemand gesagt hat. Und auch bei mir, wo ich ja den Termin 13 Uhr hatte, war mein Wagen ja um 13 Uhr alles andere als fertig. Ja, so ist es halt, wenn die Autos zu Hunderten in einem Service Center ankommen und die 10 Leute, die da arbeiten, diese ganze Auslieferung abwickeln müssen. Das ist eigentlich ein Unding. Aber gut, so kennen wir Tesla. Sie sind da doch sehr, ja, vielleicht auch ein bisschen naiv. So geht doch schon irgendwie. Die Kunden sollen sich mal nicht so anstellen. Ja, finde ich persönlich nicht ganz so gut. Tesla ist irgendwie aus diesem Alter raus, finde ich, wo man ihnen das so durchgehen lassen könnte. Und gerade auch bei so einem Auto wie dem Model Y, was ja eigentlich ein klasse Auto ist, aber auch einen gewissen Preis hat, eher so im Premium-Segment schon vom Preis angesiedelt ist. Ja, da erwartet man vielleicht das ein bisschen anders. Dann müssten sie das irgendwie ein bisschen mehr entzerren. Und die Autos vielleicht eben nicht zu Hunderten auf so einen Service-Center-Hof stellen müssen. Also richtig pressen, reinpressen, was geht. Und die Autos müssen dann aus Seebrücke alle weg, weil der Parkplatz kostet pro Tag Geld. Und deswegen werden die natürlich so schnell wie es geht da weggekarrt. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt unser neues Model Y. Wir sind sehr glücklich und jetzt kommt die gute Nachricht. Fahrwerk. Also das alte Model Y, das wissen ja viele, die das Auto gefahren haben, auch in meinen Testberichten habe ich das immer wieder erwähnt. Das Fahrwerk vom Model Y 2021 war doch recht rumpelig, um es mal so auszudrücken. Viele Leute konnten sich damit nicht anfreunden, gerade mit den 20 Zoll Felgen, die wir ja auch haben. Es polterte so ein bisschen und war doch extrem hart und man könnte es auch als unkomfortabel bezeichnen. Grünheide hat ja schon gezeigt mit den Performance-Modellen, dass sie viel besseres Fahrwerk einbauen können. Die Leute schwärmen ja regelrecht davon. So ein bisschen war auch meine Hoffnung, dass die China-Modelle des Long Range, was ich jetzt hier habe, dass es da auch besser geworden ist. Und tatsächlich, siehe da, die ersten 20 Kilometer hier mit dem Auto und auch durch meine Rumpelstrecke hier nach Hause. Ich weiß ja, wie sich das anfühlt mit unserem alten Model Y. Hier in dem neuen, es ist ganz anders, Leute. Also die gute Nachricht ist, das Fahrwerk ist viel besser geworden. Natürlich, es ist immer noch hart. Also sportlich würde ich es mal nennen. Es ist aber nicht mehr rumpelig, es poltert nicht mehr und die Schläge, die Stöße, die werden nicht mehr so durchgereicht hier in den Innenraum. Es ist deutlich abgemildert. Also so ist es, dass ich sage, wunderbar. Es ist jetzt nicht die Komfortoase, aber es ist für so ein Auto
was ja nun auch eine gewisse Sportlichkeit hat und 5,1 Sekunden auf 100, naja, das ist ja auch schon was. Und wie die Straßenlage ist, das fährt sich ja hier auch echt total direkt, die Lenkung wie ein Go-Kart. Und dafür ist diese Federung jetzt richtig klasse. Ich bin begeistert und ich bin so froh, dass wir das gemacht haben und das neue Model Y 2022 gekauft haben. Und für alle, die jetzt eins schon erwarten, ihr könnt euch freuen, das Fahrwerk ist jetzt richtig gut. Und für die, die sich überlegen, eins zu kaufen, aber vielleicht ein bisschen gezögert haben, auch für euch die Nachricht, ja, das Auto wird eigentlich immer besser und so wie es jetzt ist, ja, also ich hätte jetzt hier wirklich nichts zu kritisieren. Wie gesagt, 7 Meter Ladekabel war dabei, Ladeziegel war auch dabei. Ja, welcher Autohersteller hat das schon? Woanders kostet das eigentlich immer Aufpreis und hier ist alles drin. Ja, wir haben es nicht bereut. Und ja, wenn ihr, wie gesagt, eins erwartet, freut euch drauf. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. War ein kurzes Video mit einem Zwischenruf hier zum Model Y. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne machen. YouTube-Abos sind ja immer kostenlos, aber niemals umsonst. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.